So, meine lieben Freunde, zurück. Heute wieder ein bisschen Postscriptum und auf Wunsch eines einzelnen Herrn. Und nur aus diesem Grunde mache ich dieses Video jetzt mal heute auf die Schnelle. An meinem 49. Geburtstag, oh mein Gott, bin ich alt, soll es heute gehen um die Mörser-Logistik-Teams oder wie die Spieler abgekürzt sagt, Logi-Teams. Die Logistik ist eine Waffengattung in Postscriptum, also wie zum Beispiel die Infanterie oder die Panzerbesatzung, muss also vorher ausgewählt werden. Und um dann entsprechend mörsern zu können, die Mörser sind die Artillerie des kleinen Mannes quasi, ne? Der Oberkommandierende hat ja auch die Möglichkeit, quasi eine KI-Artillerie anzufordern. Und dann gibt es noch die spielergesteuerte Artillerie, das sind Mörser. Insgesamt 4 Stück können dafür aufgebaut werden. Wer die in Action sehen möchte, kann gerne im letzten Postscriptum-Video am Ende eher so ein bisschen schauen, was ich veröffentlicht habe. Da kann man sehen, wie die im normalen Gefecht sogar in relativer Frontnähe eingesetzt werden. So, also wenn wir mördern wollen, müssen wir wie gesagt in einem Logistik- oder Logi-Team sein. Und da haben wir hier diese Logi-LKWs, Logistik-LKWs. Die sind beladen mit den nötigen Materialien. Nebenbei bemerkt übrigens als Logi-Mensch hat man als Commander hier auch diese wunderschöne Maschinenpistole, während der normale Infanterist ja eher mit dem Karabiner vorlieb nehmen muss. Hier ist übrigens der Kübelwagen. Das ist das Kommandofahrzeug. Auch sehr nett. Übrigens, dieses Teil habe ich erst kürzlich modellbautechnisch realisiert. Nebenbei baue ich nämlich auch Fahrzeuge, Panzer und so weiter und bemale die. Gut. Die Fahrzeuge hier können wir wie jedes andere Fahrzeug benutzen und bewegen. Mit der Taste E schalten wir den Motor ein. Das funktioniert so bei allen Fahrzeugen hier. Und dann fahren wir mit den Tasten WASD das Fahrzeug über die Map. Nach Möglichkeit warten wir dann natürlich auf die Anweisung des Squad Leaders und der wiederum wahrscheinlich auf die Anweisung des Commands, wo denn das Oberkommando seine Mörser postiert haben möchte. Im Allgemeinen sind die dann doch ein bisschen hinter der Front in Deckung postiert. In einem Wäldchen zum Beispiel sieht man sie sehr häufig und in Abhängigkeit von der Reichweite dann eben möglichst außerhalb der Wirkung des Feindes. So, wir haben hier die Möglichkeit, wie das der Squad Commander oder jeder andere Spieler auch kann, das sind immer unterschiedliche Möglichkeiten, mit der Taste T ein Befehlsmenü zu öffnen. Ich bin jetzt hier gleichzeitig auch Squad Leader, also ich musste das Logi-Team aufmachen, deswegen kann ich hier zum Beispiel auch einen kleinen Spawn-Punkt aufmachen. Auch das kann man im letzten Video das erste Mal Squad Commander sich anschauen, wie ich das gemacht habe. Und da haben wir dann unter dem Bereich Waffen die Möglichkeit, eine Munitionskiste zu spawnen, ein MG34 oder eben die Granatwerfer aufzubauen. MG42 übrigens auch. So, wir suchen uns den Platz aus, den wir haben möchten. Ja, sobald wir das ausgewählt haben, erscheint das dann in grün hier, ne? Also grün bedeutet, dass wir es hier platzieren können. Wir schießen einfach, also wir nehmen die linke Maustaste und dann ist das Ganze platziert. Und was machen wir jetzt hier an dieser Stelle? Wie alles in Postscriptum muss es erstmal aufgebaut werden. Und das machen wir mit der Schaufel. In der Nähe dieser postierten, das kann auch eine Sandsackbarriere sein oder ein MG oder eben dieser Mörser, begibt man sich mit der Schaufel hin, schaut es an und fängt an zu schaufeln. Und nach mehr oder weniger einer gewissen Zeit, jetzt sieht man schon, dass es ein wenig gewachsen ist, ne, wird das Ganze aufgeschaufelt, bis es dann vollständig steht. Umso mehr Leute sich daran beteiligen, umso schneller geht es dann natürlich auch.
So, jetzt schauen wir mal. So, die Bodenplatte steht, jetzt steht der Mörser. Das ist jetzt der kleine. Also ich meine, es gibt immer pro Fraktion zwei verschiedene Mörser. Größen, das ist jetzt ein sehr kleiner, aber prinzipiell ist es egal, was das für ein Mörser ist. Man kann den auch noch einmal aufwerten, damit dort vor dem Mörser noch mal eine Sandsackbarriere ist, meine ich. Wir haben jetzt also den Mörser hier aufgebaut. Man kann hier noch so kreisförmig, wie schon erwähnt, wenn man die entsprechenden Materialien da hat, noch eine Sandsackbarriere davor setzen. Das macht durchaus Sinn, wenn man in Reichweite des Feindes operiert. Jetzt ist hier gerade jemand connected auf dem Server, was ich jetzt persönlich relativ doof finde. Ich muss mal kurz gucken. Ja, der ist auf jeden Fall im Gegnerteam. Naja, schauen wir mal. Zur Benutzung des Ganzen. Man stellt sich davor, man benutzt die Taste F, als wenn man in ein Fahrzeug einsteigen möchte. Und dann kann man den Mörser mit der Maus wie jede andere Waffe nach rechts und nach links und nach oben und nach unten, also in Sachen Entfernung, bewegen. Auf der rechten Seite sehen wir, dass wir hier einen 8 cm Mörser haben und haben eine entsprechende Anzeige HE oder Rauchgranaten. Das ist so ähnlich wie in einem Fahrzeug. Auch dort sehen wir rechts, welche Munitionsart wir gerade gewählt haben. Und können dort entsprechend auch eine andere Munitionsart wählen, indem wir die Tasten 1 oder 2 durchdrücken. Also wenn wir Infanterist wären, könnten wir dort verschiedene Waffen auswählen. Oder wenn wir in einem Fahrzeug oder in einem Panzer sitzen, können wir dort eben entsprechende Munitionsarten auswählen. Und dann könnten wir theoretisch, der ballert dort hinten mal, ich schaue mal, ob wir das Video hier zu Ende bringen oder ob wir uns einen anderen Server suchen müssen. Ja, wenn ich jetzt die Feuertaste drücke, dann wird der Mörser entsprechend ausgelöst und man sieht, dass er dann entsprechend nachgeladen wird. Ne? Wir schießen jetzt HE. Das ist jetzt natürlich bloß sinnlos in die Landschaft geballert. So treffen wir natürlich absolut nichts. Wir müssen nämlich in den Zielmodus wechseln. Das machen wir wie mit jeder anderen Infanteriewaffe auch mit der rechten Maustaste. Und dann sind wir hier in einem Zielmodus. Wir haben jetzt unter dem Visier, das Visier ist im Grunde einfach nur, dass man sich grob orientieren kann oder ein bisschen nach was von der Umwelt sieht, ist für den eigentlichen Einsatz des Mörsers eher unerheblich. Es gibt zwei Anzeigen, die erheblich sind, und zwar die untere Anzeige, die zeigt die Kompassrichtung an, ne, in der wir uns ausrichten müssen. Im Idealfall wird uns angesagt, in welche Richtung wir schießen müssen. Das sollte der Squadleader machen beim Logi-Team. Und der bekommt wiederum seine Anweisungen vom Command, in welche Richtung oder wo der Beschuss jetzt erwünscht ist. Wir haben einen, jetzt muss ich mal kurz, glaube ich, aussteigen. Wir haben einen Kompass auch zur Verfügung. Der ist allerdings jetzt zur Orientierung für die Artillerie, für den Mörser, jetzt eher weniger zu gebrauchen. Die Briten haben einen etwas detaillierteren Kompass, aber generell ist das aus meiner Sicht eher sinnbefreit. Wir haben zur groben Orientierung haben wir hier unsere Karte. Ne? Diese Karte wird aufgerufen mit der Taste M und dort haben wir Planquadrate eingezeichnet. Und unten rechts auf der Karte sehen wir die Unterteilung. Wenn wir in die Karte rein oder rauszoomen, dann sehen wir verschiedene große Quadrate. In der Zoomstufe jetzt sehen wir die größten Quadrate, die möglich sind. Und dort können wir in etwa dann auch abschätzen, wie jetzt bestimmte Entfernungen sind. Wir sehen unten 33 Meter ist die kleinste Entfernung. Das sind diese kleinen Vierecke. Dann das nächstgrößere Viereck hat 100 Meter Kantenlänge und drei davon sind dann entsprechend 300 Meter Kantenlänge. Und auf die Art und Weise kann man schon relativ grob die Entfernung zu einem Ziel bestimmen. Nichtsdestotrotz gibt es dazu auch noch eine App, die zu diesem Spiel eigentlich nicht dazugehört. Man streitet sich darüber, ob das Cheating ist oder ob das gestattet ist. Also verboten ist es meines Wissens nicht und von daher werde ich
Eventuell mal einen Link zu der App noch setzen. Das ist ein kleines Programm, was Enthusiasten dieses Spiels entwickelt haben, wo man sich die Koordinaten anzeigen lassen kann, entsprechend auf der Map. Man markiert seine eigene Position und man markiert die Position des Ziels und bekommt dann die entsprechenden Koordinaten angezeigt, in die man sich hier auf diese Art bewegen sollte, um dort hinschießen zu können. Dann haben wir auf der linken Seite nochmal die Reichweite und zwar in Mils. Und dazu haben wir hier auch eine entsprechende Legende. Also wenn wir hier entsprechend uns bewegen ab 1578 Punkten oder Mils. Jetzt sind wir bei 1550, 1580. Das scheint hier die absolute Reichweite zu sein von diesem kleinen Mörser. Ist das ernsthaft so, dass der nur 1000? Das sind nämlich laut der Anzeige nur 50 Meter. Das kann ich ja nicht glauben. Ach so, nee, ist abwärts. Ja, ich verstehe. Das fängt hier oben an, ne, und geht dann abwärts. Ja, Depp. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ne? Also die unterste, wenn wir jetzt hier 1400 haben, können wir gucken, sind wir bei etwa 450 Meter Entfernung, ne? Also hier stellt man die entsprechende Entfernung ein und wenn man die entsprechende Richtung dazu hat, dann kann man anfangen zu feuern. Wichtig wäre dann eventuell noch, dass man vor Ort einen Spotter hat, der die Einschläge weitermelden kann. Es gibt immer eine gewisse Streuung bei dem Ganzen, ja, das ist völlig normal. Also die Dinger treffen nicht lasermäßig punktgenau. Können wir Ihnen das mal 50 Meter sind 1578. Na, so, 1570. So. Und dann visieren wir mal, keine Ahnung, diesen Busch da an. So. Ja. Und wenn wir dann schießen, oder jetzt zwischen die Büsche, ne, dann werden wir sehen, dass die relativ stark streuen, die Schüsse. Ne. Das ist einfach eine Simulation von Wind und allen möglichen Umwelteinflüssen. Und wir sehen auch, dass wir jetzt kommen die Einschläge, das ist relativ nah, ne? Aber wir kriegen keine Schäden rein. Man sieht, der ist jetzt schon relativ weit vorne wieder. Zack, der war jetzt relativ in der Nähe vom letzten Schuss. Und ja, also so hat man eine gewisse Streuung auch. Das ist auch nicht verkehrt. Das sind jetzt HE-Granaten. Wir können dann auch noch auf Rauch wechseln. Das Umladen der entsprechenden Munition braucht einen Augenblick. Also offensichtlich wird dann die HE-Kiste geschlossen und die Rauchkiste wird geöffnet. Ja, und dann, das war jetzt die letzte HE-Granate und jetzt feuern wir Rauchgranaten. Die funktionieren genauso wie die Rauchgranaten, die die Infanterie dabei hat, sind also weißer Phosphor. Er hat den Vorteil, dass der sich sofort entwickelt und nicht erst eine Weile vor sich hin rauchen muss. Hat aber auch den Nachteil, dass man tunlichst, da ist er jetzt, ja, breitet sich so explosionsartig aus, dass man dort möglichst nicht hineinlaufen sollte, auch nicht als Brite, weil der schädlich ist. Ja. Jo, gut. Das wollte ich jetzt einfach mal gezeigt haben. Das sollte ein möglichst kurzes Video werden und sollte sich wirklich nur um den Mörser drehen. Wir können jetzt noch mal kurz ansprechen, dass wir nicht nur Mörser bauen können. Wie schon erwähnt, haben wir auch die Möglichkeit, Munitionskisten zu setzen und aufzuschaufeln oder aufzubauen, wo die Leute Munition nachfassen können. Oder aber eben auch MG-Stellungen aufzubauen. Ne? Das funktioniert nach demselben Prinzip. Die MG-Stellung wird platziert. Dann müssen sich ein paar Leute finden, umso mehr, umso weniger, umso mehr, umso weniger, umso mehr, umso besser, die dann anfangen zu schaufeln. Rechts von mir ist der Schießplatz hier auf dieser, wir sind hier auf der Übungsmap, ne, deswegen wird da auch geschossen. Spawnt immer, jetzt ist gerade wieder einer gespawnt, ne. Wir sind hier auf einem deutschen, dem FMJ-Server. Hier bin ich immer wieder gerne mal, um Sachen auszuprobieren. Allerdings, wenn andere dazukommen, dann geht das gerne mal Chaos unter hier. So. Und wie den Mörser eben haben wir jetzt hier entsprechend auch das MG aufgebaut, ne? Und diese wird auch entsprechend
Hat auch gleich Munition, wird ein, man steigt ein wie in einem Fahrzeug und dann kann man das sofort benutzen. Das ist auch sofort mit entsprechend Gurten ausgestattet, 250 Schuss pro Gurt, das Ganze 7 Mal. Ja, und dann kann man hier auch mit der rechten Maustaste in den Visiermodus gehen und dann kann man losrotzen. Wie man es schön sehen kann, die deutschen MGs sind echt, echt präzise und feuern unfassbar schnell. Also das macht wirklich sehr viel Spaß, aus einer halbwegs gedeckten Stellung in Richtung Feind zu feuern. Also da kann man wirklich schönen Unterdrückungsfeuer machen. Und wenn wirklich jemand den Fehler macht, in eure Schussbahn zu kommen, da legt ihr die Feinde, dass es nur so rappelt im Karton. Das ist jetzt das MG42, das möglichst das ist das größte der beiden Maschinen hier wäre. Das raucht jetzt so ein bisschen vor sich hin, weil wir das erhitzt haben. Konnte gerade sehen, dass wir nur eigene Seite, eigene Leute haben. Ne? Also noch zwei andere sind auf dem Server, die sind auf der eigenen Seite. Schon mal erwähnt, wenn man auf die zielt, dann wird ein grüner Name eingeblendet. Da ist ein eigener. Das, so ist auch wirklich ausgeschlossen, dass man auf eigene Leute schießt. Gut, jetzt reicht's aber. Wie gesagt, es sollte ja nur um die Mörser gehen, dass ich die mal kurz zeige. Ne? Haben wir ja gemacht. Und ja, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.